Die pflegerische Versorgung von krebskranken Menschen und die Begleitung und Unterstützung von Angehörigen Krebskranker fordert von Pflegekräften in der Onkologie hohe Kompetenz auf verschiedenen Ebenen. Elke Steininger ist in der onkologischen Pflege am Landeskrankenhaus Rohrbach tätig. Wir in der Onkologie sind ein kleines Pflegeteam von 3 onkologisch ausgebildeten diplomierten Pflegepersonen. Und wir verstehen uns als Berater und Drehscheibe, sodass der Patient sich in seinem Behandlungsverlauf wirklich auf seine Bedürfnisse konzentrieren kann. Die Patienten werden über den Krankenhausaufenthalt hinaus betreut. In der ambulanten Tätigkeit steht das persönliche Gespräch im Vordergrund. Es wird in Pflegegesprächen immer wieder nachgespürt, was der Patient braucht. Und dann wird zurückgegriffen auf die interdisziplinären Strukturen von unserem Krankenhaus, wie Sozialarbeit, Diätologie und psychologische Betreuung. Und so wird kompaktes, auf den Patienten zugeschneidertes Netz gestrickt. Aber nicht nur Krebspatienten brauchen nach dem stationären Aufenthalt im Spital Hilfe und Unterstützung. Die Expertinnen der Überleitungspflege kümmern sich um alle, die nach dem Krankenhausaufenthalt zu Hause Hilfe brauchen. Als Teil des Entlassungsmanagements ist es Aufgabe der Überleitungspflege, mit den Patienten und Angehörigen bzw. Vertrauenspersonen Lösungen für die Nachbetreuung zu finden. In Gesprächen mit Patienten und deren Angehörigen wird eine Bedarfserhebung durchgeführt. Daraus wird dann auf die Wohn- und Lebensverhältnisse des Einzelnen abgestimmt, der Alltag in den eigenen 4 Wänden organisiert. Dieses an der Hand nehmen gibt den Betroffenen und den Vertrauenspersonen neue Perspektiven, Sicherheit und unterstützt ihn enorm in der Rehabilitation, damit Pflege und Betreuung nicht an der Krankenhauspforte endet. Die Pflegeexperten kümmern sich um den Menschen und seine Bedürfnisse und sorgen dafür, dass er alles bekommt, was er zur Genesung und zu möglichst hoher Lebensqualität benötigt.